Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Und heute gibt es etwas ganz, ganz Besonderes zu bestaunen. Und zwar ein Schild, auf dem steht Tutorial starten empfohlen. Naja, es geht um das hier. Es geht um genau zu sein, um eine weitere Folge eurer Einsendung. Und zwar Folge 1067. Es gibt nämlich von Cäsar 3894 einen Musikeditor in Minecraft. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Wir haben dieses Konzept, dass wir in Minecraft Musik irgendwie schreiben können, uns mehrfach angesehen. Und ich bin gespannt, was der heutige Musikeditor alles kann. Tutorial starten. Dies ist der Musikeditor. Du kannst Noten abspielen lassen, indem du hinten Blöcke baust. Die Linien entsprechen dabei den Tasten wie vorne angezeigt. Okay. Weiter. Du kannst aber nicht mit jedem Blöcken bauen. Ah, ich glaube, das ist jetzt endlich der perfekte Musikeditor. Der perfekte. Denn jetzt haben wir unterschiedliche Blöcke. Die sind identisch mit den Notenblöcken. Hier findest du eine Liste. Die Harfe wird mit einem Diamantenblock dargestellt. Verstehe. Letzten Endes, jeder dieser Blöcke ergibt einen unterschiedlichen Ton. Wenn... Okay, wenn ein Stück geschrieben hast, kannst du dir es anhören. Den Balken neben dem Klavier und es ist eine Hotbar perfekt. Alles klar. Und zuletzt möchte ich noch ein paar Features zeigen. Dieser rote Block markiert das Ende des Stückes. Oha! Das ist cool. Sehr cool, sehr nice das Feature, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Du kannst gelben Beton aus Balken aus hellgrauem Beton platzieren, um Schleifen zu erstellen. Zwischen diesen Blöcken werden alle Noten einmal wiederholt. Verstehe? Dieser unterbricht die Schleife. Okay, gibt es jetzt hier ein Beispiel für den orangen Beton? Da. Ah ja, da geht die Schleife weiter. Verstehe, verstehe. Genial. Ja, das war nicht wegen so. Das Tutorial ist beendet. Viel Spaß. Ich habe eine goldene Karotte. Löschmodus umschalten. Geschwindigkeit. Au. Yo, stoppen, pausieren, starten, Löschmodus, Stück speichern, Stück laden, Stück laden. Bitte hier einen Namen eingeben. Oh mein Gott, System neu laden. Erfolgreich neu geladen. Verstehe, die Stücke werden als Structure abgespeichert. Das ist ja brillant. Stück laden, load. Structure is not available. Okay, gut, aber andererseits habe ich natürlich jetzt kein Stück hier vorgefertigt oder gebaut. Löschmodus starten, pausieren, Information. Ah, ich kann die Angel noch in meinem Inventar selber anordnen. Das ist natürlich sehr, sehr schlau. Und hier haben wir nochmal die Information, glaube ich, nochmal gebündelt. Ich glaube, das Ganze ist ein Datapack gemacht. Genau, das ist natürlich sauschlau. Das heißt, ich schaue mir mal an, was man hier kurz mitmachen kann. Und dann sehen wir uns gleich sofort wieder. Okay, ich habe mal ein bisschen damit angefangen zu arbeiten, Leute. Wir müssen jetzt noch einen Ton hier einprogrammieren. Ich kann euch mal zeigen, wie das jetzt aussieht. Und zwar an dieser Stelle ein E, ein Cis und ein A. Jetzt muss ich gerade noch mal ein bisschen nachgucken. Da schon die erste Sache, die mir aufgefallen ist, das war das A an dieser Stelle. Es ist ein bisschen schwierig damit tatsächlich zu arbeiten. Und mir ist noch was anderes aufgefallen. Das, habe ich jetzt das an der richtigen Stelle? E, Cis und ein A. Ja, sieht gut aus. Mir ist noch was anderes aufgefallen und ich möchte euch das gerne mal kurz zeigen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr merkt, was ich meine. Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach mal hier einen Ton mache und ich spiele diesen Ton ab, hört mal hin. Fällt euch irgendwas auf? Hört mal gut hin. Um es vielleicht mal ein bisschen anschaulicher zu machen, werde ich genau den gleichen Ton jetzt mal eben mit Notenblöcken bauen, daneben. Eine Sekunde. So, ich habe mal genau den gleichen Ton jetzt daneben gebaut. Also hört euch einmal das an. Und? Habt ihr einen Unterschied gehört? Merkt ihr was? Boah, wenn ihr das hören könnt, dann Shoutouts, Leute. Dann großen Respekt an euch, wenn ihr es hören könnt. Ich weiß nicht, ob ihr in der Lage seid, das zu hören. Ich höre es auf jeden Fall ganz klar und deutlich. Nochmal. Im Vergleich zu... Im Vergleich zu... Na, merkt es?
Also was ich da höre, ist, dass das eh nicht richtig gestimmt ist. Also quasi dieser Ton hier, der unterste Ton, der ist nicht ganz sauber. Also quasi, wenn wir vergleichen mit... Oh gut, das war jetzt natürlich mein Fehler. So, mit diesen, wenn wir die beiden jetzt miteinander vergleichen, dann ist da ein erheblicher Unterschied, wie ich finde. Achtet mal. So, einmal der Ton, der da ist. Und... Oh komm, das, also das müsstet ihr hören können, oder? Merkt es? Na? Ich glaube, ihr hört das, Leute. Der Ton hier ist ein bisschen anders. Es hat nämlich was damit zu tun, wenn man mit Command-Blöcken einen Minecraft-Ton simulieren muss, dann braucht man dafür einen Befehl. Wie ja schon klar ist. Und das Problem ist, man muss diesen Ton dann pitchen. Und das Ganze steht dann im Internet auf der Webseite von Minecraft-Wiki. Da stehen nämlich genau hier die exakten Pitches. Und da steht das nämlich. Zum Beispiel, um jetzt einen speziellen Ton zu bekommen, zum Beispiel jetzt um den Ton E, das wäre jetzt genau unser Ton, müsste ich eingeben 0,89, 0,899. Das muss auf die letzte Nachkommastelle angegeben werden. Ich glaube, in dem Datapack, was der Typ geschrieben hat, hat er nur diese Zahl eingegeben, 0,89, und hat nicht eingegeben die 0,899 dahinter. Und das ist so wichtig. Es ist wirklich diese, quasi diese Nachkommastelle, die macht tatsächlich den Unterschied aus, wie wir es hier in Minecraft hören. Und das ist der Grund, warum wir das zum Beispiel nicht so gut hören. So, dann ist mir noch was aufgefallen. Man kann nicht zwei Noten gleichzeitig abspielen. Das wäre echt auch ein schönes Feature, wenn man zum Beispiel so machen könnte und das System erkennt das. Aber egal, ich habe mal ein Stück komponiert. Ach so, und das Letzte, was mir aufgefallen ist, das ist richtig mindblowing. Die Klaviatur ist falsch herum aufgebaut hier. Also, so herum ist sie tatsächlich richtig. Wenn man von hier guckt, ist die Klaviatur richtig. Aber ich wundere mich, dass die Noten dann tatsächlich von links nach rechts abgespielt werden und nicht von rechts nach links, andersherum. Weil so wäre das für mich schlüssiger, zu sagen, je tiefer, desto tiefer die Note und je höher, desto höher die Note. So herum ist es irgendwie genau falsch, also genau andersrum. Weil da oben sind jetzt die tiefen Noten und es wird dann nach hier unten immer höher. Okay? So, egal. Jetzt ist meine Quizfrage an euch, Chat. Das ist ein Lied. Welches Lied ist das, was ich hier gebaut habe? Die, die es jetzt aus dem Livestream wissen, können natürlich jetzt flexen. Aber wenn ihr das Video auf YouTube seht, ratet mal. Gebt euren Guess ab. Ein zweistimmiges Lied. Wir haben eine Grundstimme und wir haben eine Oberstimme. Welches Stück ist es? Na? Ich löse es auf in 3, 2, 1. Hier ist zum Beispiel genau das gleiche Problem wieder. Hier fehlt ein Ton, weil ich nicht zwei Töne aufeinander setzen kann. Und vielleicht habt ihr es wieder mitgekriegt, das ist das Minecraft-Thema Sweden von C418, oder wie heißt es nochmal? So, und zum Beispiel auch hier beim letzten Ton muss ein E nochmal gespielt werden. Das heißt, hier müssen eigentlich zwei Töne gespielt werden, weil die Melodie überschneidet sich mit dem Akkord. Wir hören nochmal rein. Ja, ist cool, ne? Ich glaube sogar, der kommt ein bisschen zu spät, der hintere Teil. Ich glaube sogar, der kommt um zwei Blöcke zu spät. Das heißt, ich würde den mal um zwei Blöcke noch nach vorne setzen, damit ich damit zufrieden bin. Und jetzt können wir natürlich, das ist wiederum sehr geil gemacht, jetzt können wir hier den Yellow Concrete nutzen, um hier einen Loop reinzubauen. Das heißt, wir könnten theoretisch sagen, hier ist unser erster Loop-Punkt und dann machen wir einen kleinen Moment später einen zweiten Loop-Punkt und dann drücken wir auf Start. Ja, vielleicht sollte ich den Loop-Punkt auch an der richtigen Stelle platzieren. Ne? Mal gerade aufgefallen. Und was ich auch, by the way, cool finde über die Einsendung hier. Ja, machen wir da an. Was ich richtig cool finde, ist, dass wir hier unten eine Leiste haben, die anzeigt, wo wir gerade im Song sind. Oh, ah, okay, verstehe. Und nochmal. C418. Okay. Jetzt hat er die Loop-Schleife unterbrochen. Na egal, aber ich finde das ziemlich, ziemlich geil, dass man tatsächlich immer besser Noten editieren kann in Minecraft. Deshalb, Leute, falls ihr noch Ideen habt, wie man dieses System verbessern kann, dann macht's gerne. Sendet es gerne ein. Vielleicht haben wir irgendwann Minecraft den besten Noteneditor, den man nur bekommen kann. Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.